Rust. Junk, junk, junk. Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Ich fröne ja immer noch einer Sucht, gell? Kaffee. Wir werden wahrscheinlich bald diesen Kopfschmerz geben müssen. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Bei dem Thema Abhängigkeit habe ich ja letztes Mal schon erzählt, in einer der letzten Folgen schon mal erzählt, dass auch Reichtum nicht davor einen zurückhält, irgendwie abhängig zu werden. Erschwert das sogar noch. Selbstverständlich ist für so einen kleinen Dealer, also der echt dauernd schauen muss, dass er sein Zeug los wird, damit er das Geld rechtzeitig drin hat, damit er neue Ware kriegt und sich selber irgendwie was abzweigen kann, immer Pech drauf, jemanden zu haben, den er melken kann. Wenn da jemand viel Geld hat, ist das natürlich ein Paradebeispiel für jemanden, der auch viel Geld ausgibt und auch für gutes Material gut bezahlt. Weil die können sich das halt leisten zu sagen, hey, pass mal auf, ich möchte ein ungestrecktes, ich zahle auch mehr. Und wenn man die Connection dazu hat, was Ungestrecktes zu besorgen, dann lässt man sich diesen Deal nicht hingehen. Das ist ganz logisch, oder? Ich habe ja damals jemanden kennengelernt aus Grünwald. Da ist immer beim Randy vorbeigefahren mit einem Jeep und da hat er immer gut Hasch einkauft und so. Und darüber habe ich den dann kennengelernt. Seine Eltern haben in Südafrika eine Firma, die machen aus Rinderdärme Fäden für Krankenhäuser, damit die Wunden nähen können. Also die stellen diese Fäden her. Und er sollte nach München kommen, bei BMW Ausbildung anfangen und dann zurück nach Südafrika gehen. Und ja, hat er gesagt, nee, Mann, jetzt bin ich gerade mal in dem Alter, wo halt junge Erwachsene erst einmal die Hörner abstoßen wollen. Und dann hat er halt mich kennengelernt und ich habe zu dem Zeitpunkt Hasch verkauft und Kokain, wenn ich es gekriegt habe. Oder wenn die Nachfrage da war, also ich kannte schon Leute, die es haben und wo ich es herkriegen kann. Und ab und zu hat mal irgendeiner mich gefragt, ob ich nicht mal was besorgen kann. Und da waren dann noch andere Kräfte, nenne ich jetzt einmal, in Form vom Toni, also einem Toni aus Spanien, der mit seinem großen Bruder Koks rüberbracht hat nach München oder nach München gebracht hat und er meinte halt, er braucht jemanden, der es ihm verkauft und ob er nicht einmal ein Gramm mitnehmen und anbieten kann. Das habe ich gemacht, ich habe es mitgenommen und dann war der Ferdi da und der Ferdi war halt schon jemand, der gerne Koks konsumiert hat. Und dann hat er mir das Gramm halt in 20 Mark Häppchen abgekauft. Ja. Und bis ich geschaut habe, habe ich halt das Geld für das Gramm drin gehabt und habe noch was über gehabt. Und da meinte ich zum Ferdi, hey, weil du das jetzt alles finanziert hast, teile ich das jetzt noch mit dir, den Rest hauen wir uns das rein. Und ich habe es aufgeteilt, hey, und ich ziehe die Hälfte davon. Ich habe nichts gespürt, gar nichts, nichts, null, nada. Es ist hinten ein bisschen runtergelaufen, hat mir Mund taub gemacht. Es hat mich nicht aufgepusht. Es hat mich keine gar null Wirkung. Er war gleich voll, aber ist dann auch gleich gierig geworden und ob ich nicht noch mehr besorgen kann und hin und her. Und ja, und dann habe ich halt noch mehr besorgt für ihn und was er da halt kaufen wollte. Und dann lädt er mich ein und da war es dann um mich geschehen. Beim zweiten Mal habe ich es gemerkt. Beim zweiten Mal hat das so gescheppert und da war ich dann, dachte, das ist ja ultra krass. Und habe mich dann begiert, die einen dann auch packt, wie beim Zigarettenrauchen, dass man das immer wieder machen will. Zieht man auch dann eine nach der anderen her und macht halt mal so eine Nacht durch und kommt auf die Überholspur, auf geglaubt, also man denkt, das ist so, man ist halt körperlich total fit und geistig auch am Anfang, kann richtig gut denken, klar denken, schnell denken vor allem und
dadurch, weil das so ist, kommen halt die anderen einem alle ein bisschen langsamer vor und schläfriger und ja, bis die das schnallen alles, halt, das dauert alles viel zu lang. Aber das rächt sich halt ruckzuck. Ja. Habe ja schon Videos dazu gemacht. Das ist halt nur am Anfang so. Und die Gier, die bleibt aber und die wird immer stärker. Ja. Und dann ist das natürlich interessant, wenn du Leute kennenlernst, wo du denkst, die haben ein Bankkonto, das unerschöpflich ist. Und du verkaufst so eine Substanz. Und dann kommt da der Typ da aus Südafrika genau richtig. Weißt du, was ich meine? Der Klausi, Klausi, genau, Klausi. War ein netter Kerl, der Klaus, aber er hat eigentlich auch überhaupt gar nichts. Ich dachte, der hat Kohle, weißt du, was er so getan hat, und das stimmt ja auch. Er war erst im Grünen Wald, hat da Leute kennt und kennt die alle da, und die Familie ist auch scheiß bekannt und alles. Aber die haben ihn halt kurz gehalten, weil die genau gewusst haben, was das für einer ist. Ja? Und dann fahren wir da mit seinem Jeep und es war nur ein Zweisitzer, der hatte keine Rückbank drin, das haben sie mit Absicht gemacht, seine Verwandtschaft, damit er halt nicht einen Haufen Leute mit sich herumfährt. Und ich weiß noch, wir sind da gefahren, plötzlich bleibt er stehen, sagt, wartet schnell, springt aus dem Auto raus, aus seinem Jeep. Wir saßen hinten drin auf der Ladefläche und vorne saß jemand. Plötzlich war da hinten auf und sagt, hey, los, raus, raus, raus. Wir so, was geht denn, Herr? Dann ist er ums Eck gerannt zu einem anderen Jeep und hat einfach die Rückbank ausgebaut und schnell bei ihm rein eingebaut. Das ging mit ein paar Schnapper, also tak, 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 war ganz schnell. Und dann kommt man hinten drin sitzen und weg. Ich so, Alter, so blöde Rückbank kann ja gar nicht so teuer sein, wieso? Und ich dachte, und dann hat er es mir halt erklärt, ja, meine Eltern halten mich kurz und ich krieg bloß Taschengeld, so und so viel, und die zahlen mir die Miete von dem Zimmer und das war es aber auch schon. Und ich muss da hin zur Ausbildung oder zurück und bla. Und er hat halt dann immer Leute eingeladen aus Grünwald, die dann zu ihm hinkommen sind, nach Giesing. Hatte er seine Wohnung. Und es war ist er nicht weit weg von Grünwald und die haben dann mal bei mir eingekauft. Weil da war einer, der in Grünwald Hasch verkauft hat. Die Älteren von euch kennen vielleicht die Platten, die zusammengeklebt sind, die man so auseinanderziehen kann. Das sind meistens so zwei oder drei dünne Blättchen, die sind halt aufeinander gepresst nur. Und die waren auch noch aufgestreckt wie Sau. Es hat richtig ekelhaft geschmeckt, also kunststoffartig oder Wachs oder was da drin war. Und der hat es auch noch für 12,50 verkauft. Also 12,50 Mark das Gramm. Und ich wollte eh nie die 12,50er Schiene am Anfang fahren. Bin die aber dann, hab den dann übernommen aber auch. Und ein Zehner bei ab 5, ich glaube 10 Mark habe ich genommen ab 5 Gramm. Ja, genau, für den Fuffi habe ich mal manchmal 4,5, mal 5, je nachdem wer es war. Und dann habe ich diesen Markt einfach übernommen auf ruckzuck, weil da probier doch mal meins. Und ich habe echt kein gutes Material gehabt. Das war so auch eine Platte, aber die war ganz mies auch. Und aber immer noch besser als für den Scheiß, was die da haben, weil es halt nicht aufgestreckt war. Ja. Und dann später habe ich denen auch was Gutes verkauft. Warum sollte ich die denn da außen vor lassen? Ja, ja und da waren halt auch ein paar dabei, die wollten es mal wissen und haben halt Koks gekauft. Und viele davon sind, glaube ich, auch dabei geblieben. Weiß ich nicht, wie lang. Ein paar Leute haben es mit Sicherheit weitergenommen. Nicht alle. Ja, die Eltern sind ja nicht blöd. Die wissen ganz genau, was da abgeht und was da passiert. Und die haben ja schließlich auch Erfahrung vom Leben. Und wahrscheinlich haben sie auch die besseren Connection notfalls. Was das Koks angeht, zumindest. Ja. Und als ich dann beim Herald zum ersten Mal gebased habe, so, saß so ein New Yorker, der uns das gezeigt hat, wie man das aufkocht, wie man einen schönen Stein macht, wie man den aufschneidet und so weiter, wie das alles so funktioniert. Und der hat nicht viel geredet, nur das hat er immer wieder erklärt. Aber wenn man Fragen gestellt hat, dann hat er bloß immer geguckt, ob der Herald schaut oder nicht. Und ich habe immer gefragt, ey Alter, was ist das? Wie nennt ihr das denn? Dann sagt er, ja, es ist bekannt als Freebase, aber bei uns heißt das Crack. Wegen dem Geräusch, was es macht beim Rauchen. Ich habe ja mit dem ein Smalltalk. Und dann hat die anderen alle blöd geguckt. Was? Weil der Herold ihnen erzählt hat, das ist was anderes. Weißt du, weil
Es gab ja schon ganz viel Geschichten über Crack und wie gefährlich das ist und stand auch in der Zeitung. Und selbstverständlich nimmst du es dann nicht, wenn du so Angst davor hast. Und wenn du ein gewissenloser Typ bist, aber dann versuchst du halt die Leute trotzdem dazu zu bringen, dass sie es probieren. Und wenn sie dann mal dranhängen, ist es ja wurscht, ob sie es wissen oder nicht, weil sie hängen ja dran. Ne? Und so war halt dann das Denken da in dieser Familie. Als ich da reinkommen bin, wie gesagt, ne, erst haben sie mir gutes Coca immer verkauft und ja, haben wir nicht mehr. Aber wenn du willst, kannst du was beißen. Wenn du da ankommst mit Gier, wie blöd. Und es riecht schon so süßlich in der Luft und so angenehm in der Luft, weil gebeißtes Koks riecht anders als wie gerauchtes Koks, also echtes Kokain, wenn man eine Zigarette reinzieht und raucht, das schmeckt ganz anders und wirkt auch nicht so. Das wirkt auch ja, lächerlich eigentlich. Aber wenn nach dem Aufkochen, hey, boah, habe ich ja schon ein Video dazu gemacht. Ein gewissenloses wie der Harold, ja, dann bringt man Leute drauf. Und das hat er auch gemacht. Aber ich bin halt auch kein so ein Blödmann her und habe halt gesehen, wie das geht und habe halt dann mit dem Toni, wo ich am Anfang erzählt habe, zusammen auch gebased, weil der es wissen wollte, der ist dann sofort dran hängen geblieben. Wie jeder, der schon mal Koks genommen hat und es probiert hat, bleibt da jeder dran hängen. Zumindest alle, die ich gekannt habe. Und der Harold hat es halt extremst ausgenutzt. Er hat die Leute ausgezogen, notfalls, er hat das ganze Geld abgenommen und die Klamotten und Freundinnen, Dienstleistungen und weiß der Geier, was alles. Das ist so richtig uncoole Sache. Und das hat mich so beeindruckt, was ich da mitgekriegt habe, als stiller Beisitzer. Bei dem da in der Wohnung, was da so Sachen passiert sind. Ich war, hab das mitgemacht, ich war bloß da dabei gesessen, hab's beobachtet. Und glaub, Einschreiten wäre nur dann sinnvoll gewesen, wenn es wirklich an die Substanz gegangen wäre, und körperliche oder Mord oder sowas oder Körperverletzung, da wahrscheinlich schon, aber solange er da so ein Spielchen spielt, kriegst du es ja nicht wirklich mit alles. Oder erst im Nachhinein erfährt man einiges. Und ja. Der hat da ganz viele Leute draufgebracht in München. Und ich glaube, es gibt deswegen keine so eine Crack-Szene wie in anderen Großstädten, weil es nicht genug Menschen gibt, die so skrupellos sind, nachdem sie wissen, wie das wirkt, dass sie das dann auch noch weiter verkaufen selber. Also ich habe viel Koks verkauft in meinem Leben. Das muss ich jetzt einfach mal so gestehen. 100 Gramm, 150 Gramm wären schon gewesen, seine kleinen Päckchen. Und ja, vielleicht auch mehr. Heroin ganz wenig, vielleicht 10 Gramm. Da habe ich ganz schnell gemerkt, dass das nicht gut ist, das zu verkaufen. Aber Crack habe ich nicht weiterverkauft. Ich habe ein paar Mal ein paar Dinge verschenkt, weil ich habe gezeigt, wie man es macht und ich habe verschenkt, wenn sie es unbedingt probieren haben wollen. Aber ich habe es nicht verkauft und ich habe auch keine weiteren hergegeben, weil ich genau selber gierig war wie ein Blöder und deswegen nichts abgeben wollte. Ja, wenn die Leute ja gerade gekauft haben und haben sie es aufgekocht, können sie es natürlich niederbasen. Es ging sogar so weit, dass ich sowas wie Hotboxen in der Küche von meinen Eltern gemacht habe, die Türen zu, mein Vater war im Krankenhaus, meine Mutter war nicht da, wir waren da fünf, sechs Leute in der kleinen Küche drin gestanden, ja, das war eine richtig kleine Küche, und haben da drin ja, gebased alle und haben das Fenster nicht aufgemacht, weil wir halt das nicht rauslassen wollten, das Gift, sage ich jetzt mal, das Koksrauch. Dann kommt meine Mutter zurück und will kurz was in der Küche schnell den Herd unten reinstellen und atmet nur einmal ein. Und dann sitzt sie im Wohnzimmer und hat Herzrasen, wie irre, hä? Und das sind also Sachen, die habe ich dann schon mitbekommen, bewusst, und konnte es aber nicht richtig steuern. Es war irgendwie, als würde ich neben mir stehen und mich dabei beobachten, wie ich das alles mache. Ja, wie ich die Sachen kaufe, wie ich das aufkoche, wie ich das konsumiere, dieses geile Feeling und alles und was danach alles so folgt, ist dann wirklich fernsteuert. Ja, du kannst das nicht mehr kontrollieren und es hält dich so lange dabei. Das dauert Jahre, bis du so wie ich jetzt darüber reden dann kannst. Ja? Wenn ich vor 10 Jahren so eine Geschichte erzählt hätte, dann hätte ich feuchte Hände gehabt und wäre sofort wahrscheinlich hätte mich angezogen und wäre los und hätte mal versucht, was zu holen, weil ich das nicht mehr steuern kann. Weil wenn dich das dann so packt, machst du das einfach nur noch. Du denkst nicht drüber nach.
Vielleicht auf dem Weg zur offenen, wenn du jetzt keine Connection hast und weißt du, offene Szene und fährst dahin, vielleicht auf dem Weg dorthin, denkst du vielleicht drüber nach, aber du wirst immer schneller, umso näher das Ding da kommt. Umso näher du rankommst, umso mehr bist du unter Strom und das unterdrückt diese Gedanken auch. Ja. Wenn du bei aufgehört hast, kommt der Suchtdruck immer wieder. Er wird immer wieder mal da sein. Nur kannst du, umso länger das her ist, umso besser damit umgehen, weil die Erinnerung von der Wirkung ist ja auch weg. Die verschwindet ja. Und man muss sich richtig in sich gehen, um sich wieder dran zu erinnern. Das ist wie so ein Traum. Und meistens kommen dann auch die schlechten Sachen mit dazu. Also bei mir ist das so. Ich denke halt dann auch an die an negativen Geschichten. Beim Kokain zum Beispiel, dass du nicht schlafen kannst und so gierig bist. Bei Heroin, dass du auf den Zug kommst und Schmerzen hast und nur noch das im Kopf hast und wirklich, das holt das Niederste aus dem Menschen raus, das Rücksichtsloseste, was ein Mensch fähig ist, nur um seine Schmerzen selbst wegzuholen, wegzumachen. Das ist wirklich so. Also, es ist mächtig. Es schafft, dass du so drauf kommst. Ja, LSD, weil halt da die Wirkung so ewig lange ist. Die dauert man viel zu lang, deswegen hätte ich da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Also man 24 Stunden oder 12 Stunden auf so einer Reise sein, ist halt auch nicht so ohne. Und wenn man sich auch nicht auskennt und nicht weiß, was das mit einem macht, dann kann es ja auch unangenehm werden. Ist halt keine Spaßdroge. MDMA, same thing, dauert man viel zu lang. Wenn es legal wäre und es gäbe eine abgespeckte Version von, sagen wir mal, 3, 4 Stunden, dann wäre es vielleicht einmal interessant, mal wieder so ein bisschen ein Feeling zu haben. Aber eigentlich geht es mir gut genug. Ich brauche keine so künstlichen Glücksgefühle. Bei mir persönlich ist das nun mal so. Ne? Cannabis ist halt, ja, bis 2016 war es für mich gar kein Thema. Also 16 Jahre lang habe ich nicht gekifft. Ich habe kein Cannabis konsumiert, gar nichts. Einfach nur aus medizinischer Sicht gesehen, wegen den Schmerzen und Fibromyalgie und weil meine Tilidin-Dosierung mir nicht mehr weitergeholfen hat, habe ich angefangen, darüber nachzudenken und habe nach Rücksprache mit meinem Arzt überhaupt erst einmal mir was besorgt und probiert, ob mir das helfen könnte. Ja? Und seitdem erst konsumiere ich wieder regelmäßig. Seitdem ich die Erlaubnis hatte und seitdem ich mir das verschreiben lassen kann und seitdem halt das so ist, ja, immer mehr wird's ja, geht es ja auch in Richtung Legalisierung in Deutschland und umso mehr das so ist, umso weniger ist das für mich ein Grund, da uneinsichtig zu sein. Weißt du? Ich weiß ganz genau, dass, was rede ich denn eigentlich? Für mich ist das überhaupt kein Grund mehr aufzuhören. Warum eigentlich? Früher war das Gefühl ganz anders. Da war nicht nur THC drin, sondern auch CBD und noch die anderen. Das Hasch wirkt einfach ganz anders als Gras. Und vermutlich liegt es auch daran, dass ich so hochdosiert bin, dass es keine solchen Stoned- und High-Effekte mehr hat wie früher, sodass ich fast nur noch die medizinischen Wirkungen habe. Und ich stelle auch gerade, ich bin gerade dabei, einen Antrag zu stellen für die Kostenübernahme für ein Fullspektrum-Cannabisöl mit 10% THC und 10% CBD, wo das gleich hoch ist, wo auch keine Psychoeffekte mehr sind. Dann geht auch das bisschen noch weg, was ich jetzt habe. Hoffe ich zumindest. Und wenn es die AOK übernimmt, dann ist er das schick. Und wenn nicht, dann muss ich halt irgendwie schauen, wie es weitergeht. Gell? Ich helfe mir halt dann weiter selber. Ja. Jetzt habe ich wieder einen riesigen Bogen geschlagen, sodass ich wieder keinen gescheiten Titel für diese Sendung habe. Aber ja, bei mir persönlich hat es dann was mit dem Gewissen zu tun gehabt. Aber so rutschst du da halt rein in die Dealerei. Wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du verkaufst Cannabis, weil du deinen eigenen Konsum decken willst. Ja, du kaufst es günstiger, du verkaufst es teurer und nimmst da ein bisschen was weg. Irgendwann einmal bist du in deiner eigenen Dosierung so hoch, dass du draufzahlen müsstest. Das willst du ja auf gar keinen Fall. Deswegen hast du überhaupt erst angefangen mit dem Dealen, weil du willst ja nichts dafür bezahlen. Also, nächster Schritt, du verkaufst mehr. Du holst mehr, weil es günstiger wird und verkaufst es entweder teurer oder verkaufst größere Mengen schneller weiter, damit es halt schneller geht. Und wenn du da mal bist, ist ja die Überlegung, die sind ja schon ganz anders,
da kommt dann die Überlegung meistens dazu, alter Herr, wenn ich solche Mengen einkaufen, bei mir rumtrage und erwischt werde, ist die Strafe, die da drauf blüht, mindestens so und so hoch. Da fängt man dann an, darüber nachzudenken, ob man nicht noch auch andere Sachen mit ins Sortiment nimmt, wo die Gewinnspanne höher ist und die Gefahr genauso hoch, wo du die Strafe, wo die ähnlich ist, weißt schon? Ja, da sagst du, mein Gott, wenn es dann kommen, dann finden sie halt das, 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 das. Ist die Mindeststrafe so und so hoch? Weil das wird ja in Tateinheit, das wird ja alles dann zusammengerechnet. Das ist dann nicht eins, ne? Wird zusammengerechnet. Ja, früher gab es ja auch immer so ein Gerücht in Bayern oder in München, dass wenn du mit einem Trip erwischt wirst, oder sagen wir, du hast 10 Trips, LSD-Trips, dann würdest du für 10-mal versuchten Totschlag angeklagt. Ich frage mich, wo kommt denn dieses Gerücht her? Nee, du wirst für 10 Trips angeklagt, für den Besitz von 10 LSD-Trips. Und wenn sie dir einen Handel nachweisen können, dann kriegst du halt einen Handel drauf. Weil bei mir haben sie das auch gefunden, da waren Trips dabei und alles Mögliche. Und glaubt's mir, an den Totschlag hätten wir die nicht fallen lassen. Den hätten die mir schon reingedrückt, wenn es das denn wirklich so wäre. Tatsache ist, dass sie da halt keine Gnade kennen, da gibt es keinen Eigenbedarf in Bayern. Und deswegen kriegst du halt da Strafe dafür, weil du das besessen hast. Und Punkt. Und wenn du gehandelt hast, für einen Handel auch nochmal eine. Und wenn du Einfuhrschmuggel hattest, dann dafür auch nochmal. Das sind dann drei und da wird dann eine Strafe draus gemacht. Fertig. Man muss schon wirklich ein bisschen skrupellos sein, wenn man Koks verkauft, wenn man Heroin verkauft und wenn man Crack verkauft. In Frankfurt am Main ist es halt schon so, dass da die Leute ein bisschen skrupelloser sind. Das Heroin ist total scheiße. Und ich glaube, ein Hit kostet 5 Euro. Sodass du, ja, 10 Hits, da kommst du vielleicht 2, 3 Stunden hin. Das sind 50 und das summiert sich halt, weil du nicht aufhören kannst. Und bis du schaust, hast du halt die ganze Kohle ausgegeben. Aber du musst erst einmal bei jemandem kaufen, der muss so skrupellos sein, dir das Zeug zu verkaufen, obwohl er genau weiß, was dann passiert. Beim Heroin, same. Ja, das ist doch logisch, dass du weißt, wenn du jemanden Heroin verkaufst, dass der einen Zug kriegt, wenn das Zeug alle ist. Und dass er alles dafür tun wird, damit du ihm wieder was verkaufst, damit dein Zug aufhört. Das ist so ein richtig ekelhafter Kreislauf. Ja, Cannabis ist das Einzige, wo ich sage, okay, da brauchst du keine, da muss man jetzt skrupellos sein, braucht man keine Gewissensbisse zu haben, da ist alles okay. Ja. Genauso mit dem Alkohol. Wer Alkohol verkauft, hat er auch keine Gewissensbisse. Obwohl Leute da Psychosen kriegen, obwohl Leute ja körperlich abhängig werden und dann extrem Delirium haben können und der körperliche Entzug tödlich sein kann bei Alkohol. Weißt du, was ich meine? Da hat auch keiner irgendwelche Gewissensbisse, aber es ist halt trotzdem ein bisschen was anderes. Alkohol dauert ewig, bis du körperlich abhängig bist. Beim Heroin dauert das nicht so lang. Einen Monat vielleicht. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren hier.